Na dann, wo geht's hin? Jawohl, dann gehen wir erstmal zu diesem unentdeckten Ort. Und danach schauen wir mal das Mythische, was dieser Ding, dieser Barde wieder uns zu erzählen hat. Dieser Musiker. Dieser japanische Barde. Was für eine Sage er wieder erzählt von irgendeinem mythischen Gegenstand. Ich hoffe, das Feuerschwert. Es kann nur noch das Feuerschwert sein. Aber es kann auch eine andere Rüstung sein. Wobei ich der Meinung bin, dass ich alle Rüstungen gefunden habe. Aber wer weiß. Ah. Ein Fuchs! Na komm. Komm, kleiner Fuchs, lauf! Kümmere ich mich gleich. Los. Was? Ja, los. Es wird kalt. Ja. Ich muss mich wärmen. Ich weiß nicht, wie ich mich immer wärmen soll. Umso höher ich kletter, umso. Wo bringst du mich hin? Führst du mich in den Tod? Fast, hä? Egal, ich danke dir. Okay. Jetzt aber nichts wie runter. Hierher! Ah, nein! Was willst du denn hier oben? Hier oben kannst du gar nichts machen! Vielleicht, wenn ich die Flöte spiele. Vielleicht besänftige ich so alles und kann die Sonne rauslocken. Leider nicht, ja? Komm schon! Du Klappergaul. Danke. So schnell wie möglich wieder zurück. Weiß nur nicht wohin. Da lang. Halt! 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 Was machst du denn? Ja, Mann, das ist. Finde den Musikanten. Ja, Mann. Yogarukus. Ding, Flamme. Nice, Alter. Das hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Komm jetzt her! Lass uns zu unserem Ziel reiten. Los. Ich weiß, es ist kalt. Sturm. Irgendwo einen Unterschlupf finden oder so. Ich glaube, eine Hütte oder so. Das wär's. Schneesturm können sie mich nicht sehen. Da ist der Musikant. Alles klar. Bitte. Was denn zündet? Was ist denn los? Will das Feuer nicht brennen? Nein, mein Herr. Das Holz ist zu nass. Und meine Hände zu kalt. Ich versuch's mal. Puh.
Mir war noch nie so kalt. In wärmerer Gegend wärt ihr besser dran. Ihr aber auch, mein Herr. Doch gesellt euch fürs Erste zu mir ans Feuer und hört euch die Geschichte dieses Berges an. Vor langer Zeit fiel Feuer vom Himmel, direkt auf den Yogaku-Berg. Ein einziger Krieger wagte den gefährlichen Aufstieg und fand einen riesigen Fels in Flammen gehüllt. Er hielt sein Schwert in das Feuer. Flammen züngelten um den Stahl. Doch er selbst blieb unversehrt. Er erschuf einen neuen Kampfstil, den er den Weg der Flamme nannte. Der Krieger nahm Stücke des Felsens mit nach Westen, nach China. Dort suchte er bei Mönchen und Gelehrten Antworten über seine Herkunft. Nach monatelangen Reisen und Forschungen fiel erneut Feuer vom Himmel. Er führte die Menschen hin, um ihnen die Angst davor zu nehmen. Denn er hielt den Weg der Flamme für ein Geschenk des Himmels. Und er teilte die Geheimnisse mit allen, die lernbegierig waren. Über die Generationen weitergegeben, ist der Weg der Flamme nach Tsushima zurückgekehrt. Die Mongolen setzen ihn gegen unser Volk ein. Doch angeblich brennt das Feuer noch immer auf dem Yogaku-Berg und wartet auf den, der den Aufstieg überlebt. Der Yogaku-Berg. Ihr wollt also wissen, ob die Geschichte wahr ist. Wagt ihr euch hinauf? Ich nicht, mein Herr. Ich erzählte die Geschichte kürzlich einem Ronin und er wagte den Aufstieg. Doch ich fürchte, die Kälte wird ihn überwältigen. Ich werde das Geheimnis des Berges lüften. Die unsterbliche Flamme. Aber nicht im Winter, aber nicht im Dunkeln. Das ist Selbstmord. Ich erfriere. Ich bleib beim Feuer. Okay. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich den Aufstieg überlebe. Da oben. Vielleicht, wenn ich von Feuer zu Feuer gehe. Aber vielleicht wird dieser Berg auch bewacht von Mongolen. Weil sie gerade diesen Feuerstein bewachen. Ich habe schon oft gesehen, wie sie ihre Schwerter entzündet haben. Diese Technik mache ich mir dieses Mal zunutze. Was ist eigentlich... Ja, genau, wenn ich auf den Boden schieße, könnte auch Feuer entstehen. Ist das dieser Ronin? Ich glaube nicht. Es wird kälter. Ja, ja, da ist Wärme. Entzündeter Hund. Oh Mann. Ich brauche bald ein Feuer. Bin schon auf dem Weg. Komm schon, beeil dich. Ja, ja, ja. Nein, da ist doch ein Feuer. Oh Gott. Wird nicht einfach, der Aufstieg. Ich muss von Feuer zu Feuer rennen. Das Feuer von dem Hund hat mich nicht wirklich... Ja. Okay, da oben ist das nächste Feuer. Ah! Ich beeil mich. Oh nein, der Controller ist auch fast leer. Wärme. Bald. Scheiße. Wie? Wo? Ich brauche bald ein Feuer. Ja, wo? Oh nein, Alter. Ich komm nicht hoch. Ich sehe nichts mehr. Das ist halt das.
Verflucht nochmal, Alter. Wie soll ich da was sehen? Ah, da. Ja, ich beeile mich ja. Nein! Oh, das war mein Todesurteil. Oh Gott. Oh Gott, das schaffe ich niemals. Okay. Jawohl. Na! Ah. So kalt. Ja, ja, du darfst nicht kämpfen. Kletter, 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 kletter. Ich brauche Wärme. Ja, ich weiß. Zu kalt. Ach, guck, wer da ist. Ich schaffe es nicht. Kommt, ruht euch am Feuer aus, mein Herr. Danke. Geht es euch gut? Mein Stolz schmerzt mehr als mein Körper. Der Berg ist erbarmungslos. Was hofft ihr auf dem Gipfel zu finden? Antworten. Macht. Irgendetwas. Ein Flammenschwert wäre an solch einem Ort von Nutzen. Das wäre es. Ihr besiegt den Berg bestimmt. Viel Glück, mein Herr. Der Ronin hat aufgegeben. Aber mit der Energie besiege ich den Berg ganz sicher nicht. Da liegt ein Toter. Okay, die Frage ist jetzt, wohin? In welche Richtung? Muss ich da lang? So kalt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Ich muss mich aufwärmen. Ja. Oh Gott, nein! Scheiße. Das war nichts. Vielleicht war das doch der falsche Weg. Nehmen wir mal den. Kälter. Ja, ich weiß. Halte durch, Jin, halte durch. Ich brauche Wärme. Vergiss es. Wieder eine Sackgasse. Die Kälte wird bald zu viel. Ich muss wieder zurück. Nein. Nee, Quatsch. Ah, speichert das. Egal, ich spring kurz in den Tod. Mach nochmal von vorne. Es muss hier weitergehen, nur ich habe vorher nicht gepeilt, wo. Es muss hier weitergehen. Okay, komm. Ich schaff das. Kälter. Ich brauche Wärme. Na, was machst du denn? Oh. Verdammt, Alter. Ich wollte nur auf. Schon gesehen, dass es da drüben weitergeht, aber ich wollte nicht, dass der jetzt runterspringt, sondern aufs Geländer und dann rüberspringt. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, ich muss von da. Oh Gott. Ich brauche Wärme. Ja, ja, ja. Komm, beeil dich. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Die Kälte wird bald zu viel. Ja. Ich renne ja schon, aber ich sehe kein Feuer. Ich sehe kein Feuer. Lagerfeuer. Ah, doch. Ich muss selber Feuer machen. Okay. Schnell Feuer machen. Ein bisschen ausruhen. Okay. Brandpfeile, warum auch immer. Ein Totengedicht. Der Berg war stärker. Wie jene, die die Flamme zuerst fanden, werde ich ihre Macht nutzen. Ich werde allen,
die sich mir entgegenstellen, zeigen, dass ich nicht länger ihr Spielzeug bin. Ich werde nicht wie alle anderen scheitern. Hm. Anscheinend doch. Oder hat er es geschafft? Wer weiß. Los geht's. Moment. Okay, nochmal. Es muss an einem Strang gehen. Kurz warten. Und los. Ja. 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 Es wird kälter. Ich weiß. Warum? Warum? Was? Und los. So kalt. Jetzt komm schon, du großer Krieger. Heul nicht so rum. Das Lagerfeuer ist meine einzige Hoffnung. Bitte brenn doch. Ich brauche bald ein Feuer. Puh, mir war noch nie so kalt. Okay. Sehr gut. Was ist das? Noch eine Schriftrolle. So nah am Gipfel. Der Schlaf nährt sich. Ich sinke langsam tiefer. Kälteträger. Kälter. Träger tot. Und los. Ich habe den Gipfel bald erreicht. Es wird kälter. Ja. Reiß dich zusammen. Ich muss mich aufwärmen. Ja, ja. Wir klettern jetzt gerade. Da kannst du dich nicht aufwärmen. Außerdem müsste dir warm sein, weil wenn man klettert... Oha, da ist ein Bär. Die Kälte wird bald zu viel. Okay. Ich sehe das Feuer, ich komme! Hier hat jemand ein Dojo gebaut. Ich hab's geschafft, oder? Willkommen, mein Herr. Nennt mich Betomaru. Was? Warum? Jin Sakai. Ich hatte hier oben niemanden erwartet. Ich fragte mich, ob irgendjemand den Aufstieg schafft. Ihr sucht den Weg der Flamme. Invasoren aus dem Westen bedrohen Tsushima mit Flammenschwertern. Sie bringen das Geschenk von meinem Vorfahren mit zurück. Lehrt mich, Betomaru. Ein Samurai wird den Mongolen die wahre Macht eures Wegs zeigen. Nehmt euch einen Stein und wir kämpfen gegeneinander. Nur so könnt ihr den Weg der Flamme erlernen. Okay. Welchen Stein soll ich nehmen? Also gut. Ah, da. Diese Samurai-Rüstungen. Sie werden Zeuge unseres Kampfes. Ich muss gegen Betomaru kämpfen und seine Technik lernen. Okay. Die unsterbliche Flamme. Wow, wow. Oh Gott, ich hab kein Ding. Oha. Hey, hey. Alter. Wie soll ich den besiegen? Yeah, genau. Oh mein fucking Gott. Ich kann nicht ausweichen so schnell. Hm.
Ah! Scheiße. Das wird ein harter Kampf wieder. Hey! Hey! Los! Der Weg der Flamme ist erbarmungslos. Okay, zeig ihm mir den Weg der Flamme, der erbarmungslos ist. Rede nicht so viel! Okay. Verdammt! Ach komm! Was? Ach, Kacke. Den hier wollte ich machen. Und gerade eben auch. Oh Mann. Lass das! Oh. Nein! Alter, es gibt's nicht, wie oft er immer trifft und schlägt und macht. Der Weg der Flamme ist erbarmungslos. Das wird so ein harter Kampf. Vor allem, wenn er immer mit seiner Drecksflamme kommt. Zack, 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 zack. Und nun, schlagt euer Schwert gegen euren Stein. Okay. Hoi, hoi, zoi. Auf ein neues. Da. Vom Weg der Flamme. Ich lass mich vom Weg der Flamme führen und zünde dich jetzt ein bisschen an. Oh. Wieso kann ich ihn nicht mehr entzünden? Alter! Hui! Aua! Da! Jetzt hab ich dich! Der Weg der Flamme ist mein! Da! Das war's. Unser Kampf endet hier, mein Herr. Gut. Der Weg der Flamme ist nicht für spielerische Kämpfe. Ich werde ihn gegen Tsushimas Feinde einsetzen. Ihr habt den Weg der Flamme erlernt. Vergesst nie, dass er ein Geschenk ist, das vom Himmel fiel, Fürst Sakai. Ich danke euch. Okay. Jetzt wieder hinab. Das Wetter ist besser geworden. Na gut. Ab nach unten. Hoffentlich geht's dem Musikanten noch gut. Ich denke schon. Ihr seid wohlbehalten zurück. Ja, schaut an. Der Aufstieg war tückisch, doch ich habe den Weg der Flamme erlernt. Er ist unbändig und mächtig, mein Herr. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Der Weg der Flamme wird nur die Mongolen vernichten. Die unsterbliche Flamme. Abgeschlossen. Voilà. Oh, nice. Was ist das denn? Sieht ja witzig aus. Nicht, dass ich die cool finde, aber irgendwie... Also, ist ja schon cool irgendwie. Witzig halt. Und
Ein neues Schwert. Boah, das ist aber ein grelles Orange. Finde ich jetzt nicht so geil. Nee, es passt nicht. Es passt auch nicht mehr. Ich will irgendwie ändern. Ja, genau. Nehmen wir mal das so ein bisschen so mit Fell, weil kalt und so.